Hallo liebe Dartsportfreunde, schön, dass ihr reinschaut. Die Frage aus der Community war ganz oft, hey Olli, machst du auch mal was zu Scolia? Und meine Antwort darauf war ganz oft, naja, wenn was Neues auf den Markt kommt, also wenn sich da was tut bei den kamerabasierten Systemen. Und ich denke, jetzt ist es soweit und auch wirklich aktuell. Denn zum 15. November, also Mitte November diesen Jahres, hat Scolia jetzt das neue Scolia Flex angekündigt. Nach dem Scolia Pro und dem Scolia Home gibt es jetzt also dann das Scolia Flex. Neu ist es vor allen Dingen, weil es im Vergleich zum Scolia Home jetzt einen sehr niedrigen Einstiegspreis gibt, also Kaufpreis, um kamerabasiert zu Hause Steeldarts spielen zu können. Dennoch auf dem bewährten Scolia Home, auch was die Ausstattung anbelangt, aufbauend, aber auch verknüpft mit einem Abo-Modell, deswegen auch der Name Flex. Wie genau das läuft, ob sich das für euch rechnet, wie man das eigentlich auch zusammenrechnet, das alles in diesem Video. Viel Spaß dabei! Bevor ich gleich auf die Details zum Scolia Flex eingehe, einmal kurz einen Überblick. Die erste Generation von Scolia ist das professionelle System Scolia Pro. Kostet aktuell so um die 1.665 Euro neu und besteht im Wesentlichen aus einem großen Frame, einem stabilen Frame, der die Kameras wie auch die Lichteinheit enthält und einer separaten Recheneinheit der Scolia CPU. Diese Systeme sind eigentlich so für Bars, für Pubs, für Turniere, für Events und so weiter gedacht, also mehr oder weniger im kommerziellen bzw. professionellen Umfeld. Es braucht auch ein bisschen mehr Platz, vor allen Dingen auch eine gewisse Deckenhöhe durch die Anordnung der Kameras. Deswegen kam Scolia auch nochmal auf den Gedanken, ein Scolia Home-System anzubieten. Das ist insgesamt deutlich kompakter mit einem etwas einfacher gemachten Frame, der die Kameras hält. Und wie der Name sagt, es ist eigentlich auch für den Heimanwender zu Hause gedacht und daher auch vom Preiseinstieg schon mal deutlich günstiger gegenüber dem Pro. Hier gibt es dann die Varianten Scolia Home Solo, heißt es oft, oder einfach nur Scolia Home Basis. Das ist dann das Kamerasystem mit dem Frame zu etwa 770 Euro. Als Scolia Home Spark gibt es das System in einem Bundle mit einem passenden Lichtring für etwa 889, also rund 890 Euro. Und die Spielfläche von so einem kamerabasierten System zu beleuchten, macht auf jeden Fall Sinn. Von daher nehmen viele auch direkt das Spark Bundle. Und wer aber schon ein Beleuchtungssystem hat, wie zum Beispiel das beliebte Target Corona oder auch Winmore Plasma oder einfach ein anderes Beleuchtungssystem mit seinem Scolia nutzen möchte, der kann das auch gerne tun. Dafür gibt es passendes Zubehör. Da komme ich dann im Anschluss nochmal dran, wenn ich auch das Scolia Flex einmal vorgestellt habe. Und die dritte, die Scolia jetzt zum 15. November rausbringt, nennt sich Scolia Flex. Und ähnlich wie beim Scolia Home wird es das auch in zwei Varianten mindestens mal geben. Nämlich zum einen der reinen Basisversion, die mit 399 Euro mit einem sehr, sehr günstigen Einstiegspreis angeteasert ist. Wobei man sagen muss, das ist ohne Steuern und so weiter. Also bei uns wird dann der Verkaufspreis für das Scolia Flex in der Basisversion bei rund 475 Euro liegen. Und die zweite Variante mit Licht wird dann das Scolia Flex Spark sein, also mit dem Spark-Lichtsystem. Und hier wird der Preis dann bei etwa 535 Euro liegen. Und das ist natürlich jetzt eine Preisgrenze, wo viele mit Sicherheit überlegen und sagen, okay, so ein Steeldart-System mit Kameraerkennung, wo ich eine Heatmap kriege, wo ich Scores habe, wo ich online gegen andere antreten kann, wo ich eine große Community habe, auch großen Support, regelmäßige Updates bis hin zu wirklich kompletten Turnieren nach deinen Average-Klassen, GoDarts Pro als Partner, um auch besser im Steeldarts zu werden, bis hin zu kompletten Trainingsplänen und auch weiteren Spielen mit der Kooperation über MyDart-Training. Sieht es so, diese 1000 freien Darts, die du da Kontingent hast, sind auf jeden Fall eine nette Dreingabe, um dich mal mit dem Scolia und der ganzen Welt vertraut zu machen. Aber natürlich ist das nichts, wenn du jetzt wirklich planst, regelmäßig damit zu spielen. Und da kommt ja auch der Name Flex jetzt ins Spiel. Kaufst du verhältnismäßig günstig die Hardware ein und ergänzt das dann um eine Nutzungsgebühr bzw. ein Abo. Und hier hast du die Auswahl zwischen drei Modellen. Du kannst es zum einen monatlich, quartalsweise oder halt
jährlich bezahlen. Die konkreten Preise für die Abo-Modelle nennt Skol ja auch auf der Homepage, aber ich sage es dir ja auch nochmal, gerade weil wir im Anschluss dann auch nochmal ein kleines Rechenbeispiel und Vergleiche anstellen. Wählst du die monatliche Variante, also dass dir monatlich was abgebucht wird, dann kommst du auf 11,95 Euro pro Monat und das Ganze dann mal 12 aufs Jahr gerechnet, macht einen Gesamtbetrag von 143,40 Euro. Wählst du das quartalsweise Modell, dann zahlst du pro Quartal 29,85 Euro. Das wären dann also über das gesamte Jahr gesehen 119,40 Euro oder schlichtweg 9,95 Euro im Monat. Und bei dem Jahresmodell hast du halt einen Einmalbetrag, den du im Voraus zahlst. Das sind dann 107,40 Euro. Und das macht dann rein rechnerisch einen Monatsbetrag von 8,85 Euro. Also ganz einfach im Kopf zu merken, bei dem Modell 1 monatlich rund 12 Euro, Modell 2 quartalsweise im Schnitt 10 Euro pro Monat und Modell 3, das preisgünstigste von allen, aber dafür musst du halt einen größeren Betrag auf einmal zahlen, kommst du dann rechnerisch auf rund 9 Euro pro Monat. Wie läuft das Ganze mit dem Zahlen und mit den Abo-Modellen? Das ist eigentlich ganz einfach und zwar auch direkt an das Gerät, also die Seriennummer von deinem Skolia Flex gekoppelt. Wenn du dein Gerät kaufst, und das ist auch ein wichtiger Punkt im Unterschied zum Skolia Home. Das Skolia Flex hat neue Recheneinheiten mit einem auch blauen Gehäuse. Also sowohl die Skolia Flex Verpackung als auch das CPU-Gehäuse sind blau und extra mit Flex auch markiert, dass du den Unterschied zu dem Skolia Home bemerkst. Wie funktioniert das nun mit dem Abo-Modell oder teilweise auch dem Pausieren? Weil das ist ja das Flex an dem Ganzen. Egal welches Modell du nimmst, du hast die Wahl zu sagen, ja, ich mache das jetzt bei monatlicher Abbuchung und dann pausiere ich zum Beispiel mal einen Monat, weil ich in Urlaub fahre oder weil ich einfach eine gewisse Zeit lang nicht spiele. Und wenn du dann wieder da bist oder lustig bist, dann kannst du es wieder fortlaufen lassen und zahlst in gewisser Weise halt genau für das, was du letzten Endes auch nutzen möchtest. Und gerade da wird es jetzt auch rechnerisch nochmal interessant zu dem etablierten Skolia Home. Denn wie gesagt, das kostet so etwa 890 Euro, ist aktuell so der Preis, wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt so ein Skolia Home System inklusive dem Spark Lichtring. Also Skolia Home ist deswegen ja auch ein sehr schöner Vergleich gegenüber dem Skolia Flex. Hier zahlst du einmalig 890 Euro, hast das System, hast den Lichtring und hast sämtliche Applikationen ohne irgendwelche Einschränkungen. Im Vergleich dazu zahlst du für das Skolia Flex ebenso mit dem Sparklichtsystem rund 535 Euro. Das macht eine Preisdifferenz zum Skolia Home von 355 Euro. Beim Home ist es wie gesagt aber ein Einmalbetrag ohne irgendwelche Einschränkungen. Einmal kaufen, immer alles nutzen. Und beim Flex, und das ist ganz wichtig, das ist ein separates System, das hat nichts mit dem Skolia Home zu tun. Und hier wird dann jeweils, wenn du das System zu Hause hast, die Seriennummer entsprechend registriert. Damit weiß Skolia, aha, du hast eben ein Flex und kein Home-System. Und jetzt wird es aber interessant, wann würde sich denn jetzt so ein günstigeres Skolia Flex-System im Vergleich zum Skolia Home in etwa preismäßig amortisieren? Also sprich, wann hast du das Gleiche bezahlt für beide Systeme? Und da ist die Rechnung ja eigentlich sehr einfach. Wenn ich eine Preisdifferenz von 355 Euro gegenüber dem Skolia Home ohne irgendwelche Einschränkungen habe, dann muss ich jetzt eigentlich nur noch aus meinem Abo-Modell durch die jeweilige Monatsgebühr teilen und dann weiß ich die Anzahl an Monaten, die ich das System für diesen Preis nutze, um auf denselben Preis eines Skolia Home mit Spark zu kommen. Und es macht dann rein rechnerisch bei der monatlichen Abbuchung ungefähr 29-30 Monate, bis du auf diesen Betrag von 355 Euro zusätzlich kommst. Beim quartalsweisen Zahlmodell, wo die Monatsgebühr ja ein bisschen niedriger ausfällt, hast du insgesamt rund 36 Monate, um auf diesen Betrag zu kommen. Und bei der jährlichen Vorauszahlung, also dem günstigsten Monatsmodell rein rechnerisch jetzt im Schnitt, bist du bei knapp 40 Monaten, bis du die 355 Euro Differenzbetrag erreicht hast. Das heißt zusammenfassend, du kannst dir das Skolia Flex zu einem günstigen Einstiegspreis kaufen und dann ein Abo-Modell abschließen. Und um dann auf den jetzigen Preis eines Skolia Home zu kommen, kannst du im Monatsmodell 2 Jahre und 5 Monate spielen, im Quartalsmodell rund 3 Jahre und im jährlichen Zahlungsmodell sogar 3 Jahre und 3 Monate. Und nach diesen Zeiträumen, da würdest du in gewisser Weise dann draufzahlen. Also über das Abo-Modell mehr dann bezahlt haben als bei einer Einmalanschaffung, zum Beispiel von einem vergleichbaren Skolia Home.
Und ich selber finde eigentlich die goldene Mitte gar nicht so verkehrt. Ich werde das GoliaFlex auch bekommen und werde dann selbst in ein Abo-Modell gehen. Und da würde ich mich für die quartalsweise Zahlung entscheiden, weil im Kopf, finde ich, ist es auch mal sehr einfach zu merken. Du zahlst im Schnitt rund 10 Euro im Monat, also 30 Euro pro Quartal, grob gerechnet 120 Euro im Jahr. Ich persönlich finde es von der Idee sehr interessant und auch aus Business-Sicht eigentlich recht clever gemacht. Denn wenn man ehrlich ist, wenn du jetzt so ein System zu einem niedrigen Einstiegspreis kaufst und die nächsten 3 Jahre einfach Ruhe hast, 3 Jahre sind auch ein wirklich langer Zeitraum. Und Skolia ist ja nun mal von Anfang an als Innovator auf dem Markt. Die sind der Marktführer, die setzen die Messlatte und sie hören damit ja nicht auf. Und so gesehen ist jetzt der Schritt geschafft, eine niedrige Einstiegshürde zu schaffen für all jene, denen bisher ein Skolia Home immer noch zu teuer war und gleichermaßen aber auch in ein Bezahlmodell zu überführen, wo ja, irgendwann die Leute womöglich mehr zahlen, als man vielleicht für ein Skolia Home System gezahlt hätte. Dann liegt dieser Zeitpunkt allerdings schon locker 2,5 bis 3 Jahre zurück. Und bis dahin, sage ich mal, hat sich die Technik aber auch enorm weiterentwickelt. Wer weiß, was es bis dahin noch Tolles Neues gibt. Das GoliaFlex ist ein eigenständiges System. Es hat neue CPUs, neue Recheneinheiten mit drauf. Wenn ihr also euer Skolia-System zu Hause registriert, das müsst ihr einmalig machen, dann erkennt Skolia, dass das eben ein neues System, nämlich das System Flex ist. Das erkennt ihr zu Hause auch an der unterschiedlich gestalteten Packung. Da steht vorne wie hinten Flex mit drauf. Und ganz wichtig, die Recheneinheit, die CPU, das Gehäuse unten ist blau. Wird das Skolia Home demnächst auch irgendwie eine Abogebühr oder sonst was kriegen? Nein. Skolia Home ist und bleibt ein einmalig anzuschaffendes System und du bist free to use. Kann ich das Skolia Flex ewig kostenfrei nutzen? Nein, das Skolia Flex hat einen günstigen Einstiegspreis, du zahlst also die Hardware und wie gesagt, dann eine Nutzungsgebühr, die also einem Abo für Monat, quartalsweise oder jährlicher Zahlung entspricht. Du hast 1000 Darts frei, die kannst du spielen, solltest du mitten in einem Spiel sein und die 1000 Darts sind erkannt worden, kannst du dieses Spiel noch beenden. Ab dann wird aber dein System über Online-Skolia halt gesperrt und dann müsstest du das quasi wieder freischalten oder bis zum nächsten Monat warten, bis das Kontingent wieder freigeschaltet wird für den neuen Monat. Daher meine Empfehlung, 1000 Darts sind wirklich schnell runtergespielt. Wenn du dich für das Skolia Flex entscheidest, dann bedenke, dass du da mindestens auch mal eine Monatsgebühr von 12 Euro oder in die quartalsweise Zahlung 30 Euro im Voraus bzw. rund 10 Euro im Monat dann gehst. Kannst du dein Skolia Flex weiterverkaufen? Ja, natürlich, das kannst du. Zum einen mach wahrheitsgemäße Angaben und sag nicht, das ist ein Skolia Home, denn es ist ein Skolia Flex und es bedingt halt eine Nutzungs- bzw. Abogebühr. Zum zweiten, solltest du zum Beispiel jetzt schon für ein Quartal bezahlt haben, dann läuft das eben weiter, bis das Quartal zu Ende ist. Aber, und das ist beim Wiederverkauf eben ganz wichtig, auch der neue Käufer kann dann für sich einfach eine neue Subscription machen. Das heißt, das System nochmal registrieren und für sich einen neuen Account und damit auch neue Zahlmodalitäten abschließen. Hat das Skolia Flex sonst irgendwelche Einschränkungen, die ein Skolia Home oder Skolia Pro eben nicht haben? Nein. Bei Skolia ist alles webbasiert und damit plattformunabhängig gemacht. Also ganz gleich, ob du ein Skolia Pro, ein Skolia Home oder ein Skolia Flex mit freigeschaltetem Abo-Modell spielst. Du kannst die ganze Welt von Skolia, sämtliche Trainingsspiele, sämtliche Turniere, alles was sie anbieten, Auswertungen, Statistiken und nutzen. Das ist für alle gleich. Hast du auf dein Skolia Flex eine Garantie? Ja, natürlich. Skolia gibt auf alle seine Systeme mindestens mal 2 Jahre Garantie. Die hast du beim Flex genauso. Kannst du dein Skolia Flex auch mit anderen Lichtsystemen wie zum Beispiel dem Target Corona oder WinMore Plasma nutzen? Ja, kannst du. Dazu gibt es passendes Zubehör und da empfehle ich dir mal die Seite automatenwagner.de. Das ist ein wunderbarer Händler, der sich so ein bisschen auf auch Skolia-Zubehör spezialisiert hat und da wirklich schöne Sachen für anbietet. Skolia selber funktioniert ja irgendwie nur mit Netzwerkkabel, geht das nicht auch wireless? Ja,
Auch das geht. Ganz gleich, ob Skolia Pro oder Skolia Home oder das Skolia Flex, das passende Wi-Fi-Modul von VNet. Das kostet nicht viel, rund 25 bis 30 Euro. Und damit kannst du dann dein Skolia wireless machen und ins Netz bringen. So, und das war es jetzt mit der kleinen Zusammenfassung von mir zu den Skolia-Varianten und nochmal ganz speziell zum Skolia Flex, auch mit den Rechenmodellen, wann sich dieses Abo-Modell amortisiert und für wen sich das Ganze lohnen könnte. Wie gesagt, das Skolia Pro steht ja schon im Namen, ist eigentlich ein Professional-System, das ist größer gemacht, deutlich haltbarer und stabiler auch gefertigt, viel hochwertiger gemacht und eher für den gewerblichen bis professionellen Einsatz gedacht. Daher auch ein relativ hoher Preis von 1.665 Euro. Das Skolia Home ist für den Heimanwender deutlich kompakter, braucht auch nicht so eine krasse Deckenhöhe. Das ist halt wirklich für den Heimeinsatz gemacht, für einen leidenschaftlichen oder ambitionierten Data, der gerne so ein Kamerazählsystem nutzen möchte, aber eben auch von den Vorteilen der Community, von Turnieren mit Average-Klassen und profitieren oder eben auch mit Apps zusammen das Ganze nutzen. Wie gesagt, wie GoDarts Pro mit über 60 weiteren Trainingsspielen oder auch der MyDart Training App, wo es Trainingspläne und noch dazu gibt. Hier hast du halt mit 890 Euro inklusive Spark-Beleuchtungen ein System, das du einmal bezahlst und ewig spielen kannst. Und mit dem Skolia Flex, jetzt ab Mitte November dann verfügbar, ein System, das ähnlich wie das Skolia Home aufgebaut ist, was die Hardware anbelangt, aber eine separate blaue CPU unten dran hat. Die Seriennummer unterscheidet sich von den Skolia Home und durch die CPU unterscheidet sich auch das Flex-System grundlegend von den Home-Systemen. Hier liegt der Einstiegspreis bei verhältnismäßig günstigen 535 Euro inklusive dem Spark-Lichtsystem und dafür kannst du dich dann hinten raus nochmal für eine Nutzungs-, also Abo-Gebühr entscheiden, die du monatlich, quartalsweise oder jährlich bezahlen kannst. Das Skolia Flex kommt, wie gesagt, jetzt Mitte November raus. Ich werde es kriegen, ich werde es mir anschauen und werde dazu auch verschiedene Beiträge machen. Und solltet ihr bis dahin noch ein paar Fragen haben zu Skolia ganz allgemein oder auch zum Skolia Flex, schreibt das unten sehr gerne in die Kommentare, auch wie ihr das Skolia Flex so empfindet, ob das was für euch ist oder welches Modell euch da am besten gefällt. Und bis zum nächsten Video sage ich dann danke fürs Reinschauen. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli. We'll be right back.